Mit einem Trauergottesdienst hat sich die Nikolaigemeinde von seinem früheren Pfarrer Christian Führer verabschiedet. Dort, wo er viele Jahre seines Lebens verbrachte, dort, wo er regelmäßig predigte, dort, wo er in den 80er Jahren die Friedensgebete ins Leben rief, in der Nikolaikirche. Vielen Leipzigern wird der frühere Pfarrer in Erinnerung bleiben, als der Mann, der die friedliche Revolution mit auf den Weg gebracht hatte. Heute Abend ist die DDR nicht mehr dieselbe, wie sie am frühen Morgen war. Hier war etwas Ungeheures, noch nie dagewesenes in der DDR passiert. Und man weiß nicht, was für weitreichende Folgen das hatte. Dazu reicht es an diesem Abend dann nicht mehr, das sich auszumalen. Aber auf alle Fälle, diese Klarheit hier ist etwas ganz Außerordentliches geschehen. Viele Weggefährten würdigten den gebürtigen Leipziger Christian Friedrich Ernst Führer. Eine lange Schlange auf dem Nikolaikirchhof zeigte, wie groß die Anteilnahme war. Mehr als 1500 Menschen kamen an seine einstige Wirkungsstätte, um Abschied zu nehmen. Darunter war auch der ehemalige Leipziger Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee. Nur mit Kerzen und Gebeten hat er eine Diktatur mit zum Einsturz gebracht. Und das ist so wunderbar, dass ich das gar nicht beschreiben kann. Er wird uns sehr, sehr fehlen und ich wünschte, es gäbe mehr von seiner Sorte. Die Gemeinde bereitete Christian Führer einen würdigen Abschied. Der Bachchor und der Thomanerchor sangen Jesu, meine Freude. Es war wiederum ein ganz besonderer Gottesdienst. Johann Sebastian Bach, den er so geliebt hat, der hat wie eine Klammer gebildet. Und dann war außergewöhnlich, dass er sich "Ich stehe an deiner Krippen" hier gewünscht hat, ein Weihnachtslied, was vom Text her so sehr gut zu ihm passte. Oder zum Schluss "Der Mond ist aufgegangen". Christian Führer hinterlässt 4 Kinder und 9 Enkelkinder. Am späten Nachmittag wurde sein Leichnam auf dem Friedhof von Langenläuber-Oberhain beigesetzt.